Ja, meine Trainers haben Reichweiten, die können sich mit Wurfmessern messen. Ja, ist die dritte Kategorie, gibt mir also eine Erschwernis von 4. Ist krass, Alter. Nee, die dritte gibt dir plus 2. Die erste gibt dir minus 2, die zweite 0, die dritte plus 2. Okay, plus 2. Dann kriege ich noch plus 2 durch fehlender Sumpfkunde. Ich kriege eine Erleichterung durch 2, weil ich Entfernungssinn habe. Ach, Boltax war da mit der Sumpfkunde, du warst das ja gar nicht. Und Genau. kriege damit eine Insgesamterschwernis von plus 2. Ich möchte aber auf den Kopf der Echse ansagen. In einer Aktion, das kostet dich eine Aktion zielen, wenn du jetzt noch Richtig, du Rüstung. kannst keine Ansagen machen, wenn du im Schnellschuss bist. Ja. Genau, ich schieße ja auch nicht im Schnellschuss, denn der Schnellschuss sagt aus, dass ich in meiner letzten Ladeaktion bereits schießen darf Du und musst keine. eine Aktion, nein, du musst eine Aktion Wait, zielen. nein, nein, Du musst eine richtig. Aktion zielen, das dauert 8 Aktionen und dann kannst du danach schießen, das ist auch okay. Deine 25 minus 8 sind 17. Die Echse zieht aber auf der 19 und dementsprechend würde sie Aber die erst Echse gerade noch braucht doch zwei erreichen. Aktionen, um zu mir zu rennen. Die macht einen Sturmangriff, Die braucht oder? zwei Aktionen, aber die wird in der ersten Aktion eintreffen dann. Dann Also nach der ersten. werde ich so schießen. Ich bin mir zwar sicher, dass ich recht habe, aber ich suche das gleich nochmal raus und schieße dann ungezielt auf die rauf. So, Ich meine, du kannst auch. Ich kann durchaus eine Aktion überleben. Du kannst durchaus dann einen gezielten Schuss machen. Ja, aber jetzt habe ich schon angesagt, dass ich vorher schieße. Also tue ich das auch. So. Und das ist mit der 19 tatsächlich geschafft. Wow. Mit der Plus 19 2 ist nicht geschafft. eingetragen. Ich Ich habe gucke gerade einen Wert mal sehr. Also, 31. das Ding ist menschengroß, plus 2. Die Entfernung ist Mittel? Mittel, genau, plus Plus 2. 4. Oh, doch, plus 4. Oh, ich habe Scheiße Plus entdeckt. 4. Dann die Bewegung des Ziels. Sie ist schnell. Nochmal eine plus 2. Und die Sichtverhältnisse. Also, er ist im Dschungel. Ich bin auf dem Pfad. Sie kommt aus dem Ding rausgesprungen dann. Warten wir, bis sie aus dem Büschen rausspringt. Mein Wert erhöht sich aber auch nochmal um 2 wegen Talentspezialisierung. Die ist nicht eingetragen. Hast du Okay. Entfernungssinn eingetragen? Entfernungssinn ist auch nicht eingetragen. Das wird dann mit Das der wäre nochmal Erschwernis eine verrechnet. minus 2. Gut, alles klar. Dann ist das auf alle Fälle getroffen, aber trotzdem mit der 19 dann nicht so gut. Dann Schaden. Ja, da mache ich Schaden. Trefferzone. Das sind 9 Schaden. In den Kopf. Dann werden die jetzt verdoppelt. Ja. In den Kopf. Und zwar, erst ziehen wir die Rüstung ab. Die haben eine natürliche Rüstung. Die haben keine Lederklamotten oder sowas, aber es ist halt Irian-Leder plus eine 3. Beziehungsweise, ich muss gerade gucken. Ich glaube, die haben nur 2 Rüstungsschutz. Aus 9 machen wir. Ist dann noch irgendwie ein Modifikator? Nee, ne? Von der Entfernung? Ist das eine Bolzenballestrina? Nein, das ist eine Bolzenballestrina, ist aber mit eingerechnet. Ah, Normalerweise macht okay. die plus 4 und jetzt macht die plus 6. Gut, dann 9 minus 2 sind 7, mal 2 sind 14. Sind 14 TP. Dann würfel ich auf alle Fälle mal eine Selbstbeherrschungsprobe. Bedenkt ihr die Wunschschwelle gesenkte minus 2. Wunschwelle? Ja, das sind dann Konstitution 15. Minus 2 ist 13. Das sind dann 2 Wunden, ne? Ja, dann Zwei kriegen wir noch 2 bis Wunden, 6 drauf. Am Kopf. Kannst du selber würfeln oder du nimmst meine 8? Ja, ich nehme gerne deine 8. Ja. So, dann trage ich einfach mal einen Zustand. Wunde 2. Und wie viele Lebenspunkte weniger? 14 und nochmal 8, ne? Ja, also 22. Minus 22. Gut, das war Dann. deine Aktion. Ich muss gerade die Selbstbeherrschungsprobe, habe ich noch geschafft. Dann kommt mein Sturmangriff mit dem Achfahrer. Wusste ja, dass er kommen würde. Und ich aber schnell ziehen. Seit mittlerweile ziemlich lange. Ich wollte sagen, seit neuestem. Also ziehe ich schnell und möchte ihn parieren. Und komm, parieren wir ihn, entwaffnen wir ihn aus der Parade. Warum nicht? Warte, hat Sturmangriff mit einer plus 4 wäre, glaube ich, gelungen. Probably. Würfeln wir erstmal und dann sehen wir Distanzklasse weiter. S. Oh, das ist definitiv entwaffnet. Ich denke auch. Kann er da was Also, gegen ja, er würfeln? darf eine KK plus 10. Plus 10 würfeln. Plus 10. Ja, da ich meisterliche Entwaffnung habe. Das reicht nicht. Die haben nur eine KK von 12 als Gladiatoren. Dann verliert er sie. Ja. Vermutlich schulterchecke ich ihn eher und naja, er fällt dann gleich mit dem ganzen Ding um, aber warten wir die nächste Aktion ab. Okay, dann stolpert er an dir vorbei. Zustand, verschiedenes. Du immobil kannst ist auch er einfach sagen, er nicht. ist raus, wenn er jetzt abhaut, denn ich werde ihn nicht verfolgen. Sind noch betäubt.
Überlege gerade, was er tut. Minus 22 Lebenspunkte. Er wird wahrscheinlich zusammenbrechen. Und zwar hier. Damit ist er auch tatsächlich dann raus. Ja, warum nicht? Also wie gesagt, er ist nicht tot, aber einfach dann der Schuss, der ihm das Ohr, wenn sie den Ohren haben, sind halt nur so kleine Öffnungen. Irgendwas von seinem Kopf wird abgesprengt, Blut spritzt und Yalan kann dann mit einem einfachen Klonk-Klonk ihm die Waffe aus der Hand schlagen. Der Afawach fliegt im hohen Bogen über den Strand und er landet behende im Sumpf. Ist raus. Als freie Aktion möchte ich hier mal das anerkennen zunicken. Das war die 19. Yalan, du hattest deine Aktion durch, aber ich bin durch. Hatte noch nichts gemacht, ne? Dieser kommt hier am Start. Jetzt haben wir die Aktion gesagt. Richtig, das war diese. Diamantas hat er vorgezogen. Zulamin. Einmal ausgewichen. Einmal ausgewichen und ich muss noch Waffen ziehen. Also genau das tue ich jetzt. Mhm. Dann stelle ich dich auch schon mal zu Abelmir an den Strand. Die freien Aktionen kannst du dann aus dem Boot austreten. Nächste Kampfrunde, 12. Ich möchte vorziehen. Ja. Ich möchte zu den anderen gehen, sagen wir mal eine halbe Bewegungsreichweite rückwärts. Also dass ich die Augen auf den Dschungel halte und währenddessen meine Waffe wegstecke. Ja, Hälfte. Und auch als freie Aktion irgendwie sagen, gut, einen haben wir. Dann Mira, 12. Ja, es ist immer noch kein offensichtlicher Gegner da. Mira weiß nicht, was sie machen soll und steht da. Also nix. Die Gladiatoren im Schildwall laufen weiter hier hin. Dann, nach der 12. Der Schlinger ist noch nicht da. Der Gladiator ist mittlerweile hier angelandet. Guckt gerade um, würfelt mal auf. Ich guck gerade mal, was würfelt der? Arroganz. Und durch seine Arroganz würde er tatsächlich sich lösen. Schreien mir nach und lässt ihn hier zurück. Folgt wohl auch nicht den anderen. Ulan muss alleine gegen den Maro kämpfen. Moment, ich würde gerne vorziehen. Und der Maro ist 8 Meter von uns entfernt. Den würde ich gerne blitzen. Mhm. Weil, warum nicht? Man kann dem Gladiator ja auch mal ein bisschen unter die Arme greifen, solange er mir später nicht meinen Sieg über den Schlinger streitig macht. Ja, wenn du später noch als Meat Shield benutzen möchtest, dann solltest du ihn jetzt retten. Genau. Die MR von einem Maru. Schauen wir mal nach. Magie nicht bekannt, Sonderfertigkeiten, Rüstungsschutz, Magieresistenz. Er ist ein erfahrener Maru. 8. Acht, okay. Ganz schön hoch, ne? Ja. Das sind ja auch Drachlinge. Ah! Ja gut. Dann 9, also 5 und geht um 9 runter seine Inni. Um 9 runter? Dann nehme ich einfach mal diesen Echsenkrieger und setze ihn auf die 10 und dann sage ich, das ist dieser Maru. Dann geben wir ihm noch den Zustand. Verschiedenes, betäubt. Das war Boltax mit einer Aktion. Genau. Die Gladiatoren sind noch dran. Da habe ich gerade mal den Kampf gewürfelt. Und zwar von links nach rechts. Die Attacke, Parade, Parade, Attacke. 4, das ist der Treffer. Die Parade wäre nicht geglückt von dem Maru. Und die behaken sich da wohl gegenseitig, sodass die Parade von dem Gladiator nicht gelingt. Aber die Attacke von beiden gelingt. Und dann verbeißen sie sich da wohl gerade. Wobei die 4, doch mit der 4 und dem Blitz, ich finde, das würde noch passen. Sodass die da wohl gerade in einem einzelnen Zweikampf sind. Dann. Die anderen Gladiatoren hatte ich eben schon mal hierhin bewegt. Er hier hat er sich dann von ihm getrennt und ist dann hierhin gelaufen. Die Gladiatoren auf der 16 sind durch. Boltax, eine Aktion. Ja, ich würde gerne einen Flimflam noch zaubern. Und zwar würde ich den gerne, warte, hier hinsetzen. Ja. Also in den Rücken von uns allen, nur dass der Maru auf ihn drauf blickt. Und dann kommt einmal der Flimflam. Jupp. Sulamina, eine Sinneschärfe bitte von dir. Dann ist der Boltax fertig, die Echsen auf der 19, handeln und ja. Dann ziehen die Echsen einmal vor, und zwar 1W6. Welche Helden werden angegriffen? Die 1, wieder Zulamin. Ach, come on. Tut mir leid. Das ist ein W6, der ist fair. Fix Willis.
Also ich finde halt die Ausweichenwerte finde ich ja gar nicht so lustig, ne? Deswegen wäre mir schon gut, wenn ich wollte diese Liturgie nicht ziehen, aber naja, okay, ich weiche aus. Ja, Zulamin, warte, deine Sinnenschärfe. Dir fällt auf, dass hinter dir sich auch das Wasser wieder bewegt und sich ein Maru ebenso aus dem Schlamm schiebt. Was willst du tun? Ich muss trotzdem erst dem Pfeil ausweichen, aber vielleicht weiche ich dem Pfeil dann vom Wasser weg aus. Okay, gut, dann ich würfel erstmal gerade, ob du getroffen wirst, aber auf alle Fälle wirst du beschossen. Und mit der 11 ist das mit sämtlichen Modifikatoren gelungen. Das sind halt ständig andere Krieger, die auf euch schießen. Gut, und wenn ich das wahrgenommen habe, dann warne ich auch die anderen mit einer freien Aktion. Maru, hinter uns! Das war eine freie Aktion. Dann die Echsen sind fertig. Ja, dann zu 19. Evelan dreht sich dann um, jetzt wo er bei den anderen ist, und bewegt sich den Strand entlang mit einer gegangenen Aktion. Los, wir müssen hinter denen her. Verdammte Narren. Abel mir, deine Initiative steigt auf. 34. Du siehst und hörst, wie Zulamin hinter dir ruft. Und deine Sinne verschärfen sich. Hinter dir greift ein Maru dich an. Ja, in deinen Rücken. Möchtest du dich umdrehen? Natürlich drehe ich mich um. Gut, eine Aktion Position. Bin ich hier schon dran, oder? Er greift dich jetzt an. Du hast dich auf alle Fälle eine Aktion positioniert und jetzt würde ganz gerne... Der Angriff und zwei erschwert dich nach Klaratus. Ja, ich würfel erstmal auf die 19. Dann ist das erstmal gelungen, dass es kein Achfa war, das ist halt so ein ekelhaftes Umschwert, das ist nicht. Es ist halt so ein barbaren Fleischer-Axt, Fleischermesser. Entschuldigung, nicht die Attacke ist eher schwer, die Parade ist wie ein Schwert, sorry. Ja, er greift erstmal mit der 19 an und dann eine plus 2 oder sowas mit einem Akzelerator würde er trotzdem schaffen. Ich würde meine Parade auch schaffen. Gut. Dann ist der Waffen gegeneinander, dein Klopf. Ihr sagt das beide so beleidigt. Dann ist der Maru fertig auf der 19, die 24, der macht das, 25. Ja, ich nutze eine Aktion, um meine Waffe wieder richtig wegzustecken in den Holster und lege dann Mira eine Hand auf die Seite und sage, komm Mädchen, wir müssen weiter und andere Aktion Position, um Jarl hinterherzukommen. So, in einer Aktion komme ich zwar weiter, aber ich stelle mich mal in den Rücken von Jalan. Mhm. Das war's? Ja, das war's. Dann verfällt der Rest. 32. Zulamin. Zulamin hat noch eine Aktion, glaube ich. Ja, ich habe noch eine Aktion. Und wenn das eine Waffenaktion ist, hätte ich sogar noch eine. Der Maru kann nichts mehr machen, die anderen rennen in den Wald. Dann... Sie gehen in den Wald. Das ist eine wichtige Unterscheidung hier. Mit Schilden. Also es ist nicht so, als würden wir aktiv von euch wegrennen. 2. Ja, 1. Gut, dann hinterher. Hinterher. Dann lässt du Abel mir zurück. Aber der Maru kann diese Runde nichts mehr tun, also. Ja, das ist richtig. Aber wir haben auch nicht. Eine Aktion Position. Gut, dann nächste Kampfrunde. Die 10 der Maru hier oben. Ich würfel das gerade einfach mal aus. 2, 3, 4, auch wenn er geblitzt ist. Moment, das war 1, 4, 1, 2, 3, 4. 7 und 6, das ist die das ist erst der Maru und dann der Gladiator hinten. Der würde zweimal gelingt es dem Gladiator nicht, aber dem Maru beides. Und dann mache ich gerade mal 6 plus 6. Das sind 10. Zwar auch gerüstet, aber der Gladiator fängt an gleich zu bluten. Mira 12. Ja, die tapst da ganz freudig mit. Ja, endlich hat sie was zu tun, endlich kümmert sich mal jemand um sie. Richtig. Der Schlinge, der Gladiator, und zwar diese hier, immer noch arrogant, läuft in den Wald und ruft: Ich bring die Todesechse um! Zornbrecht! Die anderen. Taktische Bewegung im Schildwall auf die 8. Und jetzt würfeln die Echsen gleich 17. Voltax. Ja, erste Aktion. Mein Zauber geht durch. Also hier erscheint ein Flimflam. Der ist sonnenhell. Mhm. Also ab
ZFW 15 ist er sonnenhell und ich hatte ja 17, also sogar richtig sonnenhell. Blitz, ich finde, und Flammenflammen. Nee, 17. Nee, ja, nee, ja, ich habe ganz normaler Flammenflammen. Also ich gehe mal davon aus, dass es jetzt vielleicht eine Erschwernis gibt, wenn Fernangriffe in diese Richtung durchgeführt werden. Also ich wollte eigentlich nur unseren Gladiator hier ein bisschen vor Fernangriffen abschirmen. Ja. Und dann gehe ich mit den anderen weiter. Okay, dann schaue ich gerade mal in die Werte der Achas. Und zwar in die Vorteile und in die Nachteile. Sonnensucht 4. Interessant. Oh. 17, Boltax ist fertig. Die Achas. Und zwar einmal schießen die Achas mit ihren langen Bögen auf diese Gruppe hier. Das würfel ich einfach mal aus mit einem W20. Das ist so eine beschissene Mühe, diesen Dschungel zu säubern. Und eine Parade, die 13, das ist gelungen. Das heißt, es klockt einmal ein Pfeil gegen die Schildformation der Chaldingerin, beziehungsweise Gjalskerin. Ihr seid euch nicht ganz sicher, weil ihr noch nie genau da wart. Jetzt kommt's raus. Aber es gibt einen weiteren Pfeil in eure Heldengruppe, denn ihr seid die Helden und das wurde natürlich auch kommuniziert, die 4. Zulamin Ablimir Boltax Diamantis. Diamantis ist der Fernkämpfer, dann schieße ich gerade mal zurück auf Diamantis. Oh, ist es erschwert, weil er Sichtdeckung hat? Ich gucke gerade mal. Also, selbst wenn wir eine Schwernis auf die 2 würfeln, eher nicht, ja, so. Nein, nicht mit der 2. Also ich habe auch kein Ziel angesagt oder so, sondern einfach nur ungezielt auf den Körper von Diamantis. Ja, ich weiche aus. Das tue ich. Kannst du ausweichen, wenn du den Würfel erstmal eine Sinnschärfe proben? Intuition, oder? Intuition, ja. Wenn du den Pfeil mich nicht siehst. Okay, kriegst du. Die ist erleichtert um 8, also effektiv auf die 20. dann darfst du ausweichen plus 8. Ja, das kann tatsächlich sein, dass das nicht funktioniert. Ich habe ein normales Ausweichen von 15, da kommt dann plus 1 durch die Initiative rauf. Da sind die plus 2 durch Gewandheitselixier schon mit eingerechnet. Und damit habe ich eine 40%ige Chance, das zu schaffen. Machen wir es. Ja, cool. Wow. Ist der Sumpfkunde, noch mit drauf oder so? Ja, Sumpfkunde ist da mit drauf, aber habe ich... Nee, ist tatsächlich nicht mit drauf. Ist nicht mit drauf. Mit der Sumpfkunde nicht. Dann hast du getroffen. Gut. Tut aber gar nicht so weh. 1, 6. Kommt das durch deine Rüstung durch? Kommt auf an wo. Dann würfel ich mal eine Trefferzone. So, ich hab schon. Oder wir können dann, auch deins nehmen. Ja, dann suchst du ja aus. Ja, dann nehme ich meins natürlich, wenn ich es mir aussuchen kann. Da kommt es nämlich nicht durch. Okay, dann steckt der Pfeil in deinen Rüstungsplatten und bricht ab. Du siehst, dass der Pfeil tatsächlich beschmiert ist. Irgendein Gift. Bastarde. Ihr habt auch Gift. So, nach der 19, das waren 2 Pfeile, einer auf diese Gruppe, einer auf diese Gruppe. Ja, dann. Wir sind ja auch die Rechtschaffenden. Ich wühle mich gerade noch zwischen denen hier durch, so in die Mitte. Rufen mit einer freien Aktion nach hinten raus oder auch mit meiner Hand winken. Kommt! Und bleibe wachsam hier stehen. Also ich möchte nochmal Aufmerksamkeit. Ich schaue mich nochmal um, whatever. Soll ich nochmal würfeln oder gibt es nichts zu sehen? Würfel mal deine Aufmerksamkeit. Warum nicht? Also, würfeln ist immer gut. Heute nicht. Heute nicht. Dann nach der 19 Jahren 25. Die haben das. Eine Aktion hast du noch? Ja, ich hab, bin einmal ausgewichen. 2, das heißt, ich brauche keine Aktionposition. Lass mal. Ja, ich habe nicht wirklich was zu tun, deswegen gehe ich mit hinterher. 32, ja. Zulamin? Ich hoffe. Achso, siehst du, genau. Die Marus muss ich noch machen, bevor Abel mir jetzt wegläuft. Dann würde ich vorziehen. Ja, ja. Willst du ausweichen? Also willst du dich aus dem Kampf rausziehen? Dann krieg ich einen Passierschlag. Achso, gut. Ja, dann schlag zu. Er wird dich wird einmal parieren und einmal angreifen. Gelungen. Das ist gelungen. Dann würfel ich einfach mal die Parade. Die 18, kein Problem. Und dann kommt seine Attacke. 14. Das wäre auch noch gelungen. 20, kein Patzer.
Ich würde den Glücksfee einwenden, um die Parade zu neu zu suchen. Das kannst du gerne machen. Dann würde ich das machen. Gut. Die 19 ist aber gelungen. Ist gelungen. Wie sieht das aus? Du hast zwei Distanzklassen sind Flaratus und zwei erschwerende sich die Sumpfkunde. Macht plus minus null. Also und nochmal zwei Erleichterungen wegen hoher Ini. Kann sein. Ja, gut, alles klar. Reicht gerade so eben. Das war der Kampf mit dir und Entschuldigung, hatte ich eben vergessen. 32 zu Lamin hatte noch nicht. Also der Maru ist dann durch. Maru ist fertig, ja. Wenn ich mitkriege, dass Abel mir nicht mitkommt, denn darauf hatte ich eigentlich gesetzt, dann gehe ich zurück und haue den Maru. Mhm, dann läufst du zurück. Eine Aktion. Und da meine nächste Aktion eine Waffenaktion ist, kriege ich dann auch die dritte Aktion von BHK2. Das heißt, ich kann zweimal angreifen. Ich greife aktuell mit einer plus 4 an. Ich sag mir noch ein... Meins erleichtert, weil ihr in Überzahl seid. Okay, dann ist es noch eine 3er Erschwernis. Dann sage ich noch eine plus 6 an. Wucht oder Finte? Wucht, weil ja, das kann ja nichts mehr machen. Ja, du, also ich habe auch schon Leute gesehen, aber mir die finden. Ich will nicht sagen, dass ich es nicht auch schon mal gemacht hätte. Manchmal ist es auch ganz gut. Ich zische als freie Aktion noch nach vorne. Monterey, warte! Wenn ich mir nicht sehe, dass Tsunami sich wieder entfernt. Bin ja aufmerksam. Das bekommst du nicht mit. Ich habe mich orientiert. Wie kann ich das nicht mitbekommen? Tsunami ist halt eine Aktion schneller als du. Und zwar ganz schön schnell. Du hast dich auf der 19 orientiert. Sie hat ja nicht vorgezogen. Das heißt, sie handelt nach mir. Das heißt, ich bin bereits aufmerksam. 18. Okay, das hat geklappt. Das da hat kann geklappt. Nichts machen. Ja. Und dann machen wir das gleiche nochmal. Er kann frei ausweichen. Er sollte frei ausweichen. Ja, weißt du was, das mache ich jetzt auch. Freies Ausweichen, er weicht auf die, sagen wir, 9 aus. Die Paradebasis ist 9. Wird halbiert für Crit. Schafft er nicht. Nicht geschafft. Richtig, das schafft er nicht. Aber dann versuch mal es während. Kannst du zweimal Schaden machen. Ist wahrscheinlich sehr unangenehm. Es kommt jeweils 6 drauf. 6 sind 17. Nochmal zwei Trefferzonen. Und 9 plus 7. Nee. Wieso nochmal? Nochmal plus 7? Die plus 7 kommt aus der Waffe. Die 7 sind da schon drauf. Achso, aus der Wucht. Und damit plus 6 aus dem Wuchtschlag. Also sind wir bei 9 plus 6 und 15, wird verdoppelt, weil kritischer Treffer sind 18:30. Der zweite wird verdoppelt. Ja, genau. Sag ich ja. Achso, 9, okay, sorry. Machen wir schnell zwei Zonen, just in case. Kopf unverdoppelt und rechtes Bein für den Verdoppelten. Das ist eine Autowunde plus vermutlich nochmal 2 für die 30 Punkte Schaden. 30 Was? Punkte, das reicht. Er ist nicht tot, aber ist einfach aus dem Kampf raus. Das beruhigt mich sehr. Mit 3 Beinwunden. Ist das eine Beinwunde? Wie viel Wundschwelle hat er? Weil wenn es weniger als 15 sind... Marus, eine Konstitution von einem Maru, die sollte eigentlich ein bisschen hoch sein, ne? Also als ist seine Wunschwelle 15? Ja, wohl keine 15. Dann nee. Wohl nicht. Dann hat er hierdurch 3 Beinwunden und 3 Beinwunden bedeuten, hohe Ecker, sie sind raus. Ja, er ist sowieso raus bei 30 LEP, die er jetzt weniger hat. Ich weiß ja nicht, was das für Viecher sind. Also das Bein war nur wichtig, dass er jetzt hier auch nicht tot ist, ne? Weil zweites Blut und so. Wir wollen ja niemanden umbringen. Er geht runter, aber er ist zum Glück ein Maru und wird höchstwahrscheinlich nicht ertrinken. Ne? Das ist halt auch gut. Sonst müsstest du ihn jetzt noch Not retten. Sulamin ist fertig, aber mir. Du bist Marus auch schon durch. Marus sind keine Amphibien. Ne? Eine Echsen. Atmen Luft. Voltax sticht dich ab, wenn du jetzt diesen Maru rettest. Ja. Und weißt du was? Weißt du womit? Mit Recht. So, nächste Kampfrunde. Die 10, das sind diese hier oben. Da würfel ich wieder meine 4W20, um das abzubilden. 18, das ist die Parade und die andere Parade, das ist also ein Hauen und Stechen. Beides klonkt gegeneinander, da oben passiert weiter erstmal nichts. Dann gehen wir auf Mira, die 12. Ja, wir laufen da mal mit. Mhm. Mira läuft mit. Ja, mit Diamantis, oder? Also außer, riecht Mira denn irgendwas? Vermutlich viel zu viel, richtig? Ja, also viel. Also es sind viele Eindrücke und sie kann die auch nicht zuordnen. Echsen selber riechen wohl nicht. Sie ist sehr beschäftigt damit, gerade den Sumpf zu riechen. Ist aber viel zu viele Menschen auch. Richtig, ja, genau. Die Gladiatoren stinken einfach nach Schweiß. Okay. Waffenfett und so weiter.
Dann die Gladiatoren. Er hier wird guckt gerade, ruft laut, also schreit einmal rum: Todesechse! Ich werde dich umbringen! Ruhm für mich! Und wartet darauf. Schauen wir mal gerade nach. Wird auf alle Fälle provoziert von den Echsen. Schaut mal nach. Welcher von denen ist gerade offen? Verschwindet wieder. Er taucht wieder auf und schießt einmal nicht auf diese Gruppe, sondern auf ihn. Er hat es provoziert. Mit der 23, die 7, getroffen, 1. Und ihm bleibt der Schrei im Halse stecken, fällt hin, wie tot. Es gibt ein weiteres Rattern und die Tore öffnen sich, ein weiteres Monstrum, was angekündigt war, zumindest für euch, betritt die Arena. 17, Voltax. Ja, ich sehe das Monster und ich laufe straight darauf zu. Wo sehe ich denn das Monster? Sieht ihr das Monster denn schon? Mit einer Größe von 4 Metern hinter den Bäumen, also du kannst auf alle Fälle den Schrei... Aber Voltax mit der Größe von 3 gestapelten Schreien, den Schrei kannst du zuordnen. Also wenn du nicht Orientierung von -3 hast, dann kannst du den Schrei auf hierhin zuordnen. Ja, dann weiß ich, was ich tue. Bei der Aktion. Und versteck mich erstmal hier hinter einem Baum. Ja, würde gerne mal sich verstecken probieren. 19. Klar. Die einen hatten schon geschossen, die anderen noch nicht. Das ist immer ein Pfeil auf die Helden. Die 5. Ach, Diamantis kommt Mira. Nee, es ist Mira. Dann. Möchte vergiftet werden. Ja, wirst du gleich. Keine Sorge. 12 auf Mira. Mira. Ach, wir sind dran. Ja, Mira wird beschossen von einem Pfeil. Oh, das ist ja frech. Ja. Sie hat ja noch eine Aktion. Jetzt ja, kann sie schön mit ihrem. Ich glaube nicht, dass Mira ausweicht. Also. Glaube ich auch nicht. Aber kommt die 8 durch? Wahrscheinlich nicht. Ja. Wir haben doch schon festgestellt, dass sie 8 Rüstung hat. Ja, dann werde ich demnächst auch mit Wucht ansagen. Das macht natürlich auch Sinn für die Echsen. Also auf Mira auf jeden Fall. Mira hat eine 14er Rüstung. Ja. Also bei deren Trefferquote hatte ich es schon wahrscheinlich. Ab jetzt werde ich auch Wucht ansagen machen. Ja, macht doch Sinn, die sind ja versteckt. Also die sind jetzt auch näher ran. Das juckt die ja nicht so krass. So, das war die 16, das waren die Gladiatoren. Die darf ich noch hier hinbewegen. Die sind jetzt noch nicht im Haus, aber die sind zumindest am Haus dran. 17 Voltax hatte schon, die 19, die Echsen haben einmal geschossen. Der Maro hier, der Maro, der Maro ist fertig, der Maro ist fertig. Ja. Dann ist er. Ich nehme an, also zumindest aus dem Brüllen und Voltas Reaktion werde ich mir den Rest vermutlich zusammenreimen können. Ich rufe dann noch nach vorne zu Diamantis: Diamantis, es geht los! Und stürze hinter dem Kurzen her in die Büsche. Also ich bewege mich eine volle Reichweite und möchte mich verstecken. Geht das in zwei Aktionen, oder? Ja. Okay. Dann würfel ich mal. Also Voltax ist auch offensichtlich zu sehen. Ja. Er hat sich halt irgendwie so zwei Sumpfstängel vor seinen Kopf geschoben und seine dicke Plauze guckt aber trotzdem raus. Und vor allem ist sein Bart so ein bisschen rötlich, also. Ja, gut, wenn man sich verstecken wird, das ist ziemlich mies. Hier kommen noch Erschwernisse wie sonst nichts drauf. Besser als ich. Und zwar, warte, erschwert um 4. Ganz vor also, dir, du kannst vor 8. dir auf der Straße, wenn man sie so nennen will, kannst du Romero erkennen. Ein Pfeil steckt in seinem Bauch und er ist wohl tot.